liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Pathfinder Kingmaker. Wir wollen wieder weitermachen mit Micknach und seiner kleinen, naja, ein bisschen wachsenden Baronie. Und ja, als erstes haben wir hier wieder ein Gespräch mit einer Beraterin, die sich hier eingefunden hat. Und diesmal ist es Octavia. Octavia sieht beschämt aus. Ich komme mit einer Bitte. Könnt ihr einen Diplomaten finden, der sich um die Verhandlungen und politischen Belange kümmert? Mir fehlt die Ausdauer, um komplizierte Diskussionen zu führen. Und ich habe keine Zeit für die Politik. Eure Untertanen werden immer mehr und mehr mit ihren Problemen. Es kommt mir vor, als würde jede Aufmerksamkeit fordern. Das Mädchen lächelt schüchtern. Octavia schüchtern, okay. Wo wir gerade von ihren Problemen sprechen. Ich höre immer wieder, wie schwer es für eure Untertanen außerhalb der Baronie ist. Vor allem in Brevoy seit einigen Wochen. Die Kaufleute dort verlangen Wucherpreise von unseren Bauern oder nutzen ihre Beziehungen, um unsere Leute zu nachteiligen Vereinbarungen zu zwingen. Warum bauen wir dort nicht einfach ein Konsulat? Unsere Untertanen würden es gewiss zu schätzen wissen, dass ihr euch um sie kümmert, selbst wenn sie außerhalb der Baronie auf Reisen sind. Ein Konsulat in Brevoy von uns? Was hätte das für eine Beziehung plus 5? Und Brevoy. Wir haben 75 Erfahrungen erhalten. Das kostet uns 75 Baupunkte, der Spaß. Okay. Plus 5 Beziehungen. Die könnten wir wahrscheinlich gebrauchen. Dann werden wir das mal machen, würde ich mal sagen. Wunderbar. Ich bin froh, dass wir uns um eure Untertanen kümmern werden, auch wenn sie außerhalb des Landes reisen. Wahrscheinlich sind wir der Einzige, der ein Konsulat hat auf der ganzen Welt, aber das machen wir dann mal. Okay. Eine gute Idee. Ein bisschen bessere Beziehung zu Brevoy. Wer weiß, ob uns das nicht nochmal irgendwann hilft. Wer kommt jetzt? Bocken. Ach. Guten Tag. Ich wollte euch nur sagen, dass mein kleiner Laden bestens läuft. Die Leute hier lieben ihren Herrscher und ihr geliebter Baron die Tränke des alten Bockens kauft, ist letzter gewiss ein würdiger Alchemist. Und so kann man das auch sehen. Hier ist ein Geschenk für euch, wo wir gerade dabei sind. Den Gürtel des Bombenwerfers. Okay. Ich glaube, den haben wir schon, oder? Ja. Danke. Mach's gut. Ein beliebiger... Okay, da haben wir hier wieder was geschafft hier. Die Erfahrung mit der Hauptstadt war ein Erfolg. Es wird Zeit, ein weiteres Dorf zu einer größeren Siedlung zu verbessern. Okay. Oh, was haben wir jetzt? Neue Führungsposten wurden freigeschaltet. 10 Anführer, das nenne ich einen Rat. Okay, wir können also jetzt neue Ratsmitglieder kommen und hier 4 sekundäre Werte eurer Baronie freischalten. Okay. Interessant. Okay. Was haben wir hier? So, die Regentin besteht auf deiner Anwesenheit. Das haben wir erledigt. Was haben wir denn hier noch für Projekte? Rangaufstieg. Unterstützung in der Form der Regentin. Das ist Octavia. Dann könnten wir bei Gemeinschaft einen Rang aufsteigen. Okay, was haben wir denn momentan? Wir kriegen 39 Baupunkte pro Woche. Bei 4 sind wir jetzt über 3. Okay. So, hier können wir einen neuen Ratgeber uns noch dazu holen. Dann könnte man ein paar Aufgaben noch zusätzlich machen. Wen nehmen wir denn da? Erster Diplomat. Pflegt in Beziehungen zu anderen Ländern. Also vielleicht jemand, der nicht so ganz harsch ist. Lindsay oder Valerie? Lindsay sucht bei Streit den gemeinsamen Nenner und zieht keine Partei der anderen vor. Das ist denn nicht mal Diplomatie. Aber sie ist manchmal auch ein bisschen naiv. Valerie wahrt das Gesetz ebenso wie die Traditionen. Das trifft auf Valerie auch zu. Das ist eigentlich hupfig gesprungen. Und Valerie ist mit ihrer Tugendhaftigkeit dann manchmal ein bisschen nervig. Außerdem neigt sie zu diesem Schwarz-Weiß-Sehen und sie hat auch noch ein bisschen ein Problem mit gewissen Ritterorden und sowas alles. Vielleicht nehme ich doch eher Lindsay. Die bietet auch nicht so viele Angriffspunkte wie jetzt Valerie. Dann hat die dann auch was zu tun. Können wir sie vielleicht wegschicken und dann nervt sie uns nicht mit ihren ganzen Bauprojekten, die sie da immer haben will. So. Okay.
Das heißt, wir haben das Ende ist nah. Ja, Harim ist immer gut gelaunt. Sehr schön. Was haben wir da jetzt noch gekriegt? Den Gürtel des Dingenskirchen. Gürtel des Bombenwerfers. Dieser Gürtel erlaubt dem Alchemisten den Einsatz von 4 weiteren Bomben täglich. Ist 10.000 wert. Okay. Aber haben wir die nicht schon? Ach, hier haben wir die beiden. Ah. Die können wir also auch ausrüsten jetzt hier. Kalico oder Kanira. Genetiker oder dunkler Elementarist und Schurke. Die haben beide eine Armbrust. Die ist allerdings auch ziemlich Pillepalle. Kann man dir Rüstungsarmschienen geben? Bringt das was? Nee. Wir haben noch ein Amulett der natürlichen Rüstung. Das bringt zumindest etwas. Okay, sie ist schon ein bisschen ausgerüstet. Okay, dann müssen wir uns mal was mit diesen Armbrüsten einfallen lassen und hier vielleicht noch eine Rüstung finden oder sowas. Er. Die hat diese Bogenschützengeschichten. Okay. So, haben wir denn unseren Alchemisten? Hat der denn schon so einen Gürtel? Der hat einen Gürtel der unglaublichen Geschicklichkeit. Hm. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Das hilft natürlich auch beim Bombenwerfen. Aber hier hätte er 4 zusätzliche Bomben. Also kann einfach mehr Schaden anrichten. Dafür kriegt er halt eine Rüstungsklasse weniger. Schaden. Angriffsschaden sinkt dadurch ein bisschen. Dafür kann er mehr werfen. Ja, okay. Lass mir vielleicht mal so. Okay. So, was haben wir hier noch? Ratgeber, Regionen. So, wir können jetzt die Kamelande beanspruchen. Okay, das heißt, wir können unser Gebiet nochmal ordentlich vergrößern. Also dieses hier noch dazu nehmen. Das ist ja natürlich nicht schlecht. Dafür brauchen wir 275 Baupunkte. Uff. Okay. Wir haben 91. Wir müssten mal so eine Weile warten, bis wir die zusammenkriegen. Was haben wir denn noch hier? Das ist. Da ist er unterwegs. Heilquelle, da ist er unterwegs. Was haben wir hier noch? Achso, die ganzen Geschichten. Haben wir keinen Ratgeber für. Da könnte man Herring einsetzen, aber das kostet uns 100 Baupunkte. Diese ganzen. Hier könnte man die taldanischen Minen wieder in Kraft setzen. Da kriegen wir plus 3 Gemeinschaft und Wirtschaft. Wirtschaft brauche ich mir jetzt nicht unbedingt, da sind wir schon auf 4. Wenn man Gemeinschaft auf 4 kriegen würde, hätte man nochmal zusätzliche Baupunkte. Das ist ja auch nice, aber das kostet uns auch erstmal was. Da möchte ich lieber die Baupunkte sparen für die Kamelande, muss ich sagen. Hier können wir nochmal die Regentin unterstützen. Das ist zu teuer. Das auch. Da haben wir keinen Ratgeber für. So nicht, vielleicht. Ja. Aber darf ich jetzt extra einen einstellen? Dann würde ich das sagen. Diese Forschungsgeschichten können wir eh alle nicht machen. Das kostet mir zu viel. Cassiens Fähigkeiten als General stärken. Was bringt mir das? Das kostet mich auch 100. Ne, dann machen wir das hier. Dann vergeht auch nochmal Zeit und wir können noch ein bisschen Baupunkte sammeln. Und hier passiert auch schon wieder was. Oh Gott. Okay, wir sind bei Gemeinschaft auf Rang 4. Vom Kahlen Hügel wird in 2 Wochen ein Angriff erwartet. Was? Okay.
bekannt in ganz Golarion. Die Kunde vom Fall des Hirschlords hat sich in den benachbarten Landen ausgebreitet wie Wellen auf einem Teich, aber ziemlich langsam. In den Raublanden soll ein neues Zeitalter angebrochen sein. Ihre Geschichte wird von nun an den Taten und Entscheidungen des neuen Herrschers fortgeschrieben. Die junge Baronie zieht bereits die Aufmerksamkeit von Reichen aus allen Ecken und Winkeln Golarions auf sich. Einige Gruppierungen zeigen schon großes Interesse an den Angelegenheiten des Barons und könnten ihm sogar bald einen Besuch abstatten. Beziehung plus 1. Dafür kriegen wir nochmal einen Baupunkt. Okay, ob das eine gute Sache ist, dass die Aufmerksamkeit erregen hier, weiß ich noch nicht so ganz. Was haben wir hier? Handwerkerstreik. Das ist gelungen, ein Erfolg, aber kein Triumph. Wir kriegen trotz allem einen Malus bei Loyalität. Naja, gut. Dafür sind wir besser in Spionage. Ja, da sind wir trotzdem schlecht. Wirtschaft kriegen wir nochmal 2 dazu. Ja gut, hat zumindest funktioniert. Die Heilquelle ist auch ein Erfolg. Wir kriegen nochmal mehr Loyalität. Da können wir auch bald auf Rang 4 aufsteigen. Militär und Stabilität. Okay, also Tristan hat seinen Job gemacht. Was haben wir jetzt hier noch für ein Theater? Octavia und Regonga haben jemanden Verdächtigen entdeckt. Hä? Okay. Der Rat wartet im Thronsaal. Eine Ratgeberin möchte um dringendes Anliegen reden. Okay, also wir haben schon wieder Ärger am Hals. Die Generalin bittet um eine Audienz, die auch. Okay, es geht mal wieder los. Auf zum Thronsaal! Als Regent hat man echt nur den Arsch voll Arbeit. Das ist unglaublich. Von wegen Feiern und Partys. Tristan. Es gibt eine wichtige Angelegenheit, die ich mit euch besprechen möchte. Als Tristians und dein Blick sich treffen, wendet er sich verblüfft ab. Ich gebe es nun ungern zu, aber die Baronie ist in letzter Zeit so stark gewachsen, dass ich die Kontrolle verliere. Bitte helft mir und findet jemanden, der die Position als Kurator für Kunst und Bildung übernimmt. Da wäre Linze jetzt eigentlich gut gewesen für. Das nimmt mir eine große Bürde von der Schulter. Ich habe noch weitere Neuigkeiten, die aber angenehmer sind. Ihr wisst, herrscht bei unseren Nachbarn in Galt seit Jahren Chaos. Die ständig wechselnden Herrscher gehen gegen alles vor, was gegen ihre launischen Doktrinen verstößt, unter anderem Wissenschaftler und kreative Geister. Eine letzteren konnte vor kurzem kommen in eure Lande. Ja, er ist der Herausgeber einer Zeitung, deren Hauptsitz in Galt nach falschen Anschuldigungen wegen Rufmord niedergebrannt wurde. Er möchte in die Hauptstadt ziehen, wo er euren Schutz genießt und dafür im Gegenzug eine neue Druckerei eröffnen. Wir haben doch schon eine. Bei seiner Flucht aus Galt hat er Pläne für eine Druckerpresse mitgenommen und könnte daher sofort anfangen. Mit eurer Erlaubnis und Hilfe, versteht sich. Ich halte es für eine wunderbare Gelegenheit. Wir hätten nicht nur die eigene Zeitung, sondern würden auch einen Unschuldigen zurück auf die Beine helfen. Was sagt ihr? Ich glaube, ich finanziere sämtliche Handwerker in der ganzen Region. Das gibt mir plus 5 Kultur, okay. Wir haben doch schon Linzis Druckerei. Wofür brauchen wir denn noch eine? Linzi bringt Bücher heraus, keine Zeitung. Ich bezweifle, dass sie an einem derartigen Vorhaben interessiert wäre. Unser Gast aus Galt hingegen ist darauf spezialisiert. Na gut, dann machen wir das. Noch eine Druckerei. Vielleicht eine Zeitung, vielleicht bringt uns das was. Allein schon wegen der Kleinanzeigen ist immer lustig. Okay. Wunderbar, ich werde umgehend einen Boten zu dem armen Kerl schicken und über eure Entscheidung in Kenntnis setzen. Tristians Augen blitzen vor Aufregung. Ihr habt eine weitere Seele vor Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gerettet. Was ist mit meiner Seele? Naja, gut. Dann zieh ich ab. So. Was kommt jetzt? Octavia und Regonga sehen sich an, beginnen gleichzeitig zu sprechen. Denkt ihr, wir... Wir wussten, dass uns die Technikliga nicht einfach ziehen lässt. Ah, die Technikliga, aus deren Händen wir einst Octavia und Regonga vor vielen, vielen Folgen befreit haben. Die mussten natürlich auch irgendwann mal kommen, klar. Und jetzt schicken sie tatsächlich einen Agenten hierher. Was für ein Leichtsinn. Woher wisst ihr, dass sie zur Technikliga gehören? Er sitzt in einer Taverne, bezahlt mit numerianischem Gold und erkundigt sich den ganzen Tag nach Rack und mir. Selbst wenn er kein Spitzel der Technikliga ist, haben wir einige Fragen an ihn. Was habt ihr vor? Was wohl? Wenn wir einen von ihnen alleine schnappen, dürfte es nicht allzu schwierig sein, Informationen aus ihm rauszuprügeln. Rack, das kann warten. Ich will es zuerst im Guten versuchen, um herauszufinden, was genau sie vorhaben.
Sie würden niemals nur einen Agenten schicken. Also einen. Und wo seine Kumpane sind? Finden wir auch den großen Fisch. Grinsend schlägt sich Regonga mit der Faust auf die Handfläche. Na gut. Also schön. Finden wir heraus, was die Technikleger hier macht. Steckt man auch nur dann, haben wir auch eine neue Mission. Großartig. Ja. Wir warten in der Taverne auf euch. Schön. Das freut mich. Ups. Grausame Gerechtigkeit. Damit haben wir wieder eine neue Mission. Dem Spion der Technikliga in der Taverne treffen wahrscheinlich. Noch was? Was ist hier noch? Das ist wahrscheinlich nur die Bestätigung. So, haben wir nochmal plus 1 Loyalität. Wir haben jetzt 40 Baupunkte pro Woche. Ich wollte eigentlich mal ein paar Baupunkte kaufen. So, das haben wir gemacht. Hier können wir jetzt einen weiteren Ratgeber aussuchen. Einen Kurator. Der Kurator, die Kuratorin, ist für die Bildung in der Baronie zuständig, oh Gott. Und unterstützt außerdem die schönen Künste. Damit hat mich ja bisher auch viel zu tun. Ich habe einen schönen Helm. Außerdem kümmert der Kurator, die Kuratorin, sich um die Spuren, die die Baronie in Golarions Kunstgeschichte hinterlässt. Das dürften interessante Spuren sein. Okay, aus Blut und Gedärm. Lindsay fällt leider aus. Lethal wäre auch interessant. Sie würde jeden Kunstkritiker mit der Sense 1 überziehen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Vielleicht nehmen wir den Geschichtenerzähler. Er hat auch einen Wert von plus 5. Das ist gar nicht mehr schlecht. 5 Charisma. Er unterstützt kulturelles Wachstum. Würde natürlich gut passen, obwohl ich ihm nicht traue. Ich weiß nicht, diese Figur ist sehr komisch. Ich glaube, der kocht auch irgendwann ein Süppchen im Hintergrund. Aber er hat einen Wert von plus 5. Das macht ihn jetzt erstmal wertvoll. Den können wir natürlich auch immer noch austauschen. Aber gut, nehmen wir den mal. Dann haben wir noch mal einen weiteren Berater. Sehr schön. Wir können jetzt einen Rangaufstieg machen. Das heißt, wir könnten da weiterkommen mit Loyalität. Dann hätten wir da auch noch mal neue Baupunkte. Und wir können ja die Kamelande auch noch beanspruchen. Das heißt, wir können unser Gebiet vergrößern, unsere Baronie noch größer und stärker machen und dafür allerdings 275 Baupunkte ausgeben, was ein bisschen teuer ist. Und können natürlich auch noch ein paar Baupunkte kaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Gold, so ist es nicht. So, dann hätten wir zumindest schon mal 40. 40 kriegen wir bald dazu. Dann müssen wir ein paar Wochen mal sparen, das Geld. Oh je. So, was sagt jetzt Lindsay den ganzen Kram? So, wir müssen zum kahlen Hügel. Der uralte Fluch ist gekommen. Okay. Eine Aufgabe für die Schleckerbeuler. Ja, die haben wir ja jetzt weggeschickt. Dann haben wir hier die grausame Gerechtigkeit. Ob die wir die jemals wiedersehen, weiß ich nicht. Ein Spion der Technikliga sitzt in der Taverne in der Hauptstadt und trinkt wie selbstverständlich Bier. Octavio Regonga wollen ihn in die Mangel nehmen, um zu erfahren, was er hier macht. So, hier sind wir jetzt weitergekommen. Wir können jetzt zur Zeit ein weiteres Dorf zu einer größeren Siedlung zu verbessern. Okay. Das heißt, wir können aus einem Dörfchen jetzt eine Siedlung machen. Loyaler Staatsdiener. Ja, wir haben neue Führungspositionen. Also wir haben jetzt neue Ratgeber ernannt. Das ist auch nochmal gut. Vivi Wohlstand. Okay, wir sind also hier, wir haben die Aufmerksamkeit der Nachbarstaaten jetzt langsam erregt. Okay, und der uralte Fluch ist gekommen. Wir haben Zeit am nächsten Angriff vom kahlen Hügel. In 10 Tagen wird der kahle Hügel, wieder aktiv und der nächste Fluch kommt von dort. Wir wissen ja, wir haben da schon mal gekämpft und haben da ganz schön was auf die Nase gekriegt. Da kommen ziemlich mächtige Feenwesen raus. Aber ich wollte mal zum Hauptplatz, bevor ich in die Taverne gehe. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeug verkaufen, ankaufen und so. Ja. Dann können wir in die Taverne gehen und mal gucken, was da passiert. Jetzt kriegen wir noch eine Druckerei hier. Alter Falter. Naja, gut. Was wird denn hier eigentlich? Guck mal hier, meine Hauptstadt verändert sich auch so langsam. Hier wird jetzt eine Statue gebaut. Das war vorher nicht so.
Und unser Schmied hat jetzt einen richtigen Stand hier. Der hatte vorher nur so ein Regal. All according to plan. Okay. Okay. Wie euer Gnaden wünscht. Das heißt, ihr dürft jetzt auch ein paar bessere Sachen haben, ne? Was soll ich denn hier als für Zeug? Brauche ich das? Unheiliges Öl. Was habe ich denn hier noch, was verkaufen könnte? Komm, diese Kuh kriege ich, glaube ich, auch schon eine Weile mit mir rum. Und Rutschwert weiß ich jetzt nicht. Also viel haben wir jetzt gar nicht. Dachte ich, ich hätte mehr Schrott, den ich mit mir rumschleppe. Die Stäbe würde ich doch lieber auch behalten, würde ich mal sagen. Dann verkaufen wir mal dieses Ding. Es gibt immerhin 600. Was hat er denn jetzt hier an interessanten Waffen? Könnte doch mal einen guten Kompositbogen gebrauchen für Octavia. Ich fürchte, dass wir mit ihr wahrscheinlich bald in den Kampf ziehen müssen, wenn das hier mit diesen, mit der Technikliga besser wird hier, aufkocht. Das ist aber auch nichts, was sie jetzt benutzen kann. Ist auch nicht besser, als was sie hat. Sie hat einen Kompositbogen, kurz plus 1. Das macht nicht wirklich viel Schaden. Also wenn man bedenkt, was jetzt andere mit ihren Waffen anrichten können. 2 bis 11. Wer hat denn noch einen... er macht es auch 2 bis 11. Er hat natürlich mit seinen Bögen hier 2 bis 9 und 3 bis 15. Der haut natürlich richtig rein hier. Der Eiskompositbogen. Da ist ihr kleines Bogenteil leider so ein bisschen am Abstinken. Aber da müsste man vielleicht woanders was finden. Oder als hier. Sieht mir nicht so aus, hätte er was, was wir gebrauchen können. Das sind auch nicht so die Sachen. Was hat er denn hier eigentlich? Beschlagenes Leder plus 2. Ja, da hat er jetzt hier auch nichts Besseres. Nee, davon kann man eigentlich jetzt gar nichts gebrauchen, muss ich mal sagen. Nö. Und dann war es das. Okay, aber interessant. Der Stand hat sich hier vergrößert. Huch, Canera ist hier am Markt. 8 Münzen? 8? Seht mir in den Augen, geschätzter Hasso, wie schwarze Wolken die Sonne verdunkeln lässt dieser Preis die Freude in meiner Seele und das Lächeln auf meinem Gesicht verblassen. Ja, so handelt man. Hasso, für ein Lächeln von euch würde ich den Mond vom Himmel pflücken, ihr bezaubernder Tochter der Wüste. Aber solange ich auf dieser Seite der Theke stehe, wird kein Charme der Welt mein Urteilsvermögen trüben. 8 Goldmünzen und nicht eine Münze weniger. Ihr seid grausam. Als Canera dich bemerkt, lächelt sie dich freundlich an. Ich überlasse euch jetzt eure Herzlosigkeit. Okay. Was haben wir jetzt? Canera. Oh, Hasuf, kein Händler ist gerissen als ihr. Aber das gefällt mir. Ich mag Leute, die sich auf ihren Vorteil verstehen. Canera schnurrt beinahe vor Vergnügen und sieht sich ausgelassen um. Ja, die mag solche Raushauen rum. Worum habt ihr gefalscht? Irgendein Schmuckstück. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wie es aussieht. Ich falsche einfach gern mit Hasuf. Das ist hier ein Spiel und eine kleine Tändelei. Man möchte meinen, dass ihr hier mindestens ein lohnenderes Objekt für eure Tendeleien findet. Micknack? Ach, warum nicht? Canera schenkt dir ein kokettes Lächeln. Und wer könnte das sein? Ich wüsste niemanden. Ihr sprecht doch nicht etwa von euch selbst, oder? Das wäre nämlich nicht sittsam. Sittsamkeit ist eindeutig keine meiner Schwächen. Ich benenne die Dinger lieber beim Namen. Warum nicht? Ehrlichkeit und Direktheit stehen Leuten, die wissen, wie sie ihre Ziele erreichen, besser zu Gesicht als Spitzenbochten. Aber wir müssen hier nicht im Wind frieren. Das Nordwetter könnte jeden Moment einen Sturm zu uns schicken. Ich habe in meinem Haus einen Kamin und wir könnten uns sogar noch wärmer machen. Ja, ich nehme die Einladung noch mit Freunden an und es ist ein bisschen frisch hier draußen. Gehen wir. I want to ask you a favor. Okay. Canera unterbricht sich und starrt in das Feuer, dessen Schatten und Flammen auf ihrem Gesicht tanzen. Sie wird plötzlich viel ernster als noch vor wenigen Augenblicken auf dem Platz. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten.
Ich kann nicht glauben, dass ich einen so wunderbaren Moment mit einem ernsten Gespräch ruiniere. Aber trotzdem, ich denke, ihr interessiert euch ebenso für mich, wie ich mich für euch. Und falls dem so ist, sollte alles, was wir tun, ein Geheimnis bleiben. Das gilt für alle, auch für eure Gefährten. Aber warum? Ich mag euch. Daraus will ich kein Geheimnis machen. Oh, Nicknack. In erster Linie will ich nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Jedenfalls jetzt. Von allen beäugt zu werden, empfinde ich als unangenehm. Außerdem bin ich immer noch in die Bedingungen des Herolds von Netis gebunden und muss versuchen, mein Doppelleben geheim zu halten. Sobald die Leute tuscheln, dass Cassie etwas mit dem Baron hat, erwarten sie, dass ich mich entsprechend verhalte. Und ich kenne meine Schwester. Sie würde nicht mitspielen und unser Geheimnis käme früher oder später ans Licht. Interessanterweise könnten wir eigentlich mit beiden Schwestern was da anfangen, hätten aber trotzdem immer dieselbe Person vor uns. Das ist ja kompliziert. Eine Dreiecksbeziehung mit derselben Frau. Okay. Schön. Na gut, ein Geheimnis. Kaneras Lächeln scheint aufrichtig dankbar. Das ist perfekt. Sie macht einen Schritt auf dich zu, als wollte sie dich umarmen. Auf ihrer Handfläche züngelt plötzlich eine kleine Flamme. Das Land, aus dem ich komme, ist voller Gegensätze. Manchmal ist es dort tagsüber so heiß, dass die Felsen unter der Sonne wie Schnee schmelzen. Da dann kommt die Nacht und die Kälte kriecht einem in die Knochen. In den Nächten versammeln sich die Familien um den Kamin. Eltern wärmen ihre Kinder. Liebenden teilen die Hitze ihrer Leiber und wärmen sich gegenseitig, während sie in den Schlaf sinken. Ich will euch zeigen, wie das geht. Sie löscht rasch das Feuer auf ihre Hand, ehe sie ihre Arme um deinen Nacken schlingt und dich leidenschaftlich küsst. Wisst ihr, was ich empfinde, wenn ich euch küsse? Ich schmecke Mysterien, ich schmecke Stärke, Leidenschaft und Süße. Aber das liegt nur in meiner neuen Zahnpasta. Okay. Das war jetzt dann wohl interessant, Herr McNack. Was haben wir denn hier gemacht? Okay. Ich werde mich herausputzen, zumindest eine Stunde lang. Denk gar nicht daran, mich abzulenken. In due time. Okay, da ist sie, glaube ich, wie alle anderen Frauen. Gut, dann hat mir jetzt ein kleines Lebensabenteuer, Herr McNack. Können noch was Honig abstauben. Nein, danke, das war jetzt süß genug. Die sind jetzt schon wieder da. Bin ich nicht weggeschickt? Was machen die hier? Euer Gnaden, wir haben einen anderen Weg zur Krallenspitze gefunden. Jetzt werden wir ganz sicher in die Gesellschaft der Kundschafter aufgenommen. Wir haben 540 Erfahrung bekommen. Okay, die sind eben wieder da. Aber diese neue Straße, sie ist nicht wirklich angenehmer als durch die von Warnburg. Eher im Gegenteil. Aber jeder, der wirklich will, kommt über sie definitiv ans Ziel. Hier, seht! Die Tieflinge falten vor dir eine gekritzelte Karte auf. Erst hier, dann runter zur Höhle, dann hier hochkriechen, dann in diesen unterirdischen See tauchen. Dann kommt man hier raus. Ja, es wirkt, als würde man in die falsche Richtung gehen, aber wenn man über diese Felsen klettert und dann Seil zu diesem Baum wirft, dann kann man damit über die Lava darunter auf die andere Seite klettern und dann sind es nur noch 40 Meilen bis zur Krallenspitze. Das klingt ja einfach. Ach du grüne Neune. Ich soll durch einen See tauchen? Den Weg haben vermutlich die alten Zyklopen genommen. Wir haben da sogar einige Münzen gefunden. Oh, alte Zyklopenmünze. Okay, danke. Vielleicht können wir die jetzt nochmal los, weil die sollen auch nicht erfahren, dass wir mit Cassie irgendwie uns gut verstehen. Mal sehen, ob wir meine Aufgaben erfüllen können. Was haben wir denn jetzt noch? Ja, die bleiben dann. Es gibt keine neue Mission, sondern die alten nochmal. Also, das Unkraut hier hätten, das finde ich auch echt ein bisschen zu viel des Guten. Also, das ist doch relativ bescheuert. Aber vielleicht der Silberstufensee. Vielleicht finden wir noch irgendwas da an den Ufern. Messt den Silberstufensee für mich aus. Ich will die genaue Länge seines Ufers wissen. Für die Statistik. Habt ihr das gehört? Wir haben eine wichtige Aufgabe: das Seeufer vermessen. Vergesst eure Handtücher nicht. Und Angelrouten, vergesst eure Angelrouten nicht. Was redet ihr da, ihr Idioten? Das Wichtigste ist ein langes Seil, sonst haben wir nichts zum Messen. Die Tieflinge schnappen sich Reisetaschen und laufen davon. Ach du grüne Neune. Ja. Okay. Eine Aufgabe für die Schlecker. Wie viel gibt's denn da noch? Ja. Oh je.
Dann gehen wir mal. Ja, das. Na gut. Müssen wir mal gucken, wo ist denn die Taverne hier? Sollen wir mal dahin gehen und gucken wir mal, was da los ist. Nur auf unserer Karte dürfte sich jetzt ja auch einiges Neues tun, wahrscheinlich. So, ab in die Taverne. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Ja, ich gehe jetzt einfach. Eieieiei. Mit einem Tieflingsmädchen. Ja, warum nicht, Micknack? Mit zweien eigentlich sogar gleichzeitig. Du weißt ja eine davon nichts. Was, wer ist das denn? Kerek der Schuster? Hier haben wir Amiri. Hier ist Regungan Octavia. Wo gehen die jetzt hin? Ah. Zu diesem Kerek der Schuster. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Handwerker, der Geld von mir will. Ein unscheinbarer Zwerg in einem grauen Mantel sitzt am Tisch und nippt an seinem Bier. Als er dich mit Octavia und Regonga seinem Tisch näherst, stößt er verschreckt seinen Krug um. Oh, es ist... Ah. Buh. Ah. Ja, ihr habt also nach uns gefragt. Tja, da wären wir. Was wollt ihr von uns, hm? Ihr irrt euch. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Wer seid ihr und warum sucht ihr nach Octavia und Regonga? Nein, ihr irrt euch. Ich bin nur ein einfacher Schuster. Regonga schlägt mit seiner Faust so hart auf den Tisch, dass die Tischbeine fast zerbrechen. Genug mit dem Unfug, nichts nutz. Jetzt wird ausgepackt, sonst fange ich an, Finger abzuhacken. Oh, nein, nicht bitte meine Finger. Ich werde euch alles sagen. Ich heiße Kerek und es gibt, bin nichts weiter als ein bescheidener Diener von Maestro Janosch. Octavias und Regongas Gesichtsausdruck, als sie diesen Namen hören, lässt den Zwerg erbleichen und auf seinem Stuhl zusammenschrumpfen. Maestro Janosch? Ihr kennt ihn, oder? Könnte man sagen. Und warum schickt ihr euch? Ich war sein Sklave. Ich habe dem Maestro lange treu gedient, bis er mir endlich meine Freiheit geschenkt hat. Er versprach mir viel Geld. Genug, um es ins fünf Königsgebirge und noch weiter zu schaffen, wenn ich einen einfachen Auftrag für ihn erledige. Ich sollte herausfinden, ob eine Halbelfin namens Octavia und ein Halborg namens Regonga in der Hauptstadt lebten und wenn ja, wo sie sich aufhielten. Ich weiß nicht warum. Ich bin kein Spion, sondern nur ein einfacher Schuster. Octavia, glaubt ihr ihm? So seltsam es klingen mag, ja. Er sieht eher wie jemand aus, der betrogen wurde, als ein Betrüger. Leute zu benutzen, ohne ihnen den wahren Zweck ihrer Mission zu offenbaren, ist ganz Janosch Stil. Ich glaube nicht, dass er ein Spion ist. Ich halte ihn für einen Köder. Regonga, glaubt ihr ihm? Ich glaube, der Mistkerl lügt. Ein Schuster, na klar. Jedermann weiß, dass er der Technikliga an Spionen fehlt. Natürlich muss ich stattdessen Schusterköcher und Wasserträger schicken, klar. Ich schlage Folgendes vor. Zerren wir ihn an seinem Bart vom Stadttor zum Palast und zurück. Vielleicht fällt ihm dabei ja was Schlaueres ein. Okay, das nehmen wir mal als Plan B. Sag, Kerek, wisst ihr, wo wir Janosch finden? Der Maestro wird mich umbringen. Aber da, womit habe ich das verdient? Gebt mir eine Karte, ich werde euch zeigen, wo er sich versteckt. Ich habe gerade einen gekritzelten dabei. Octavia und Regonga tauschen Blicke aus. Sieht nach einer Falle aus. Natürlich ist das eine Falle. Wir haben ein neues Versteck der Technikliga gefunden. Natürlich ist das eine Falle. Wir haben es hier mit dem Maestro zu tun. Wer ist dieser Maestro Janosch nochmal? Wir fragen mal blöd. Regonga spuckt auf den Boden. Ein Zauberer der Technikliga. Er unterrichtet Octavia und mich. Die Hälfte unserer Narben haben wir ihm zu verdanken. Obwohl ich zugeben muss, dass er uns Magie ziemlich gut beigebracht hat. Ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen, damit wir uns bei ihm dafür bedanken können. Ja, oh, das könnte lustig werden, ja. So, was können wir jetzt machen? Wir müssen jetzt entscheiden, was wir mit diesem Kerek machen. Wir können ihn töten. Damit werden wir ziemlich böse. Gut, das hat das arme Schwein wahrscheinlich auch nicht verdient. Neutral, dann haut er einfach ab. Finde ich auch ein bisschen riskant. Wir geben ihm auch noch Geld. Das finde ich ein bisschen dumm. Damit lässt man ihn auch entkommen. Mir wäre lieber, der würde hier bleiben, dass wir ihn im Auge behalten können. Klar wartet dieser Maestro, dass wir zu ihm kommen.
Aber wenn der wieder zu ihm zurückläuft, weiß er vielleicht, wann wir kommen und dass er seine Botschaft überbracht hat, wenn auch unbewusst. So lassen wir ihn vielleicht noch im Ungewissen, wenn er keine Nachricht von ihm mehr erhält. Wenn er aber draußen herumläuft in der Natur, vielleicht wird er ja auch beobachtet, dann weiß er, dass er seine Nachricht überbracht hat. Ich würde ihn mal hier lassen, dann können wir ihn im Auge behalten. Kerrigel könnte nicht zurück. Bleibt hier, wir brauchen immer gute Schuster. Ja, obwohl wir haben doch gar keinen Schuster hier. Danke, danke, euer Gnaden. Ich werde euch so treu und ehrlich dienen wie dem Maestro selbst. Braucht ihr neue Sohlen? Auf euren Reisen nutzt ihr wahrscheinlich viele Schuhe. Verzeiht mir, ich rede zu viel, meine Nerven. Möge aber da über euch wachen. Der Zwerg verlässt eilig das Wirtshaus. Wir haben einen neuen Handwerker. Du hast deine Handlungen ausgeführt, neutral gut. Scheiße, jetzt sind wir neutral gut auch noch. Jetzt wissen wir also, wo Janusz auf uns lauert. Natürlich weiß er, dass wir kommen. Doch wir wissen, dass er es weiß. Das verschafft uns einen Vorteil. Also er weiß, wir wissen, was wissen, wer weiß was eigentlich. Aber weiß er, dass wir wissen, dass er es weiß? Was? Regonga legt die Stirn mit übertriebenen Ernst in Falten. Ich weiß bald gar nichts mehr. Lachend gibt Octavia Regonga einen leichten Klaps auf die Nase. Er kann seine ernste Miene nicht beibehalten und lacht mit ihr. Was hat er denn? Okay. Mit dem Spiel und der Technologie reden. So, eine neue Mission. Das Geheimversteck von Maestro Janusz müssten wir finden. Und er wird Zeit, dass er für seine Taten bezahlt. Mit Zins und Zinseszins. Das könnte aber ein hartes Gefecht geben, aber... Ja, aber auf jeden Fall haben wir wieder neue Sachen, neue Missionen. Und wir müssen uns auch wieder auf Abenteuerreise begeben. Und kämpfen. Okay, das könnte spannend werden. Gehen wir zurück in den Thronsaal. Es gibt also wieder viel zu tun. Wir müssen es rüsten. Und dann machen wir uns, glaube ich, mal wieder auf. Und schauen, was in unserem Reich so los ist. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Es gibt wieder Abenteuer zu erleben. Und bye bye. Jawohl.